Es ist mal wieder Top-Tier-Zeit bei Let's Play World of Tanks und hier mit einem der neuesten Panzer überhaupt im Spiel, dem AMX 30B, eingeschickt von Green Air. Vielen Dank an dich für dieses Replay. Ja, AMX 30B ist ein optisch wirklich richtig nicer Panzer. Also der, finde ich, der hat was und macht was her mit seinem Aufbau, mit seinem spannenden Turm. Ja, es ist ein mittlerer Panzer, das ist soweit bekannt und auch, dass er zu den Franzosen gehört. Wir haben die Karte Tundra, wir haben ein etwas besseres Gegnerteam, also man sieht hier die gelben und grünen Zahlen beim Gegner. Ein roter, vier gelbe und ansonsten nur grüne. Und auf seiner Seite ist er mit einem türkisen, zwei grün und dann ansonsten gelb und orange da etwas schlechter gesegnet. Heißt aber noch gar nichts, haben wir ja auch in den letzten Replays immer mal wieder gesehen. So, wir machen die Minimap wieder groß, dass wir auch da sehen, was denn hier so passiert. Weil die Minimap ist einfach essentiell. Er fährt erst nach hinten. Oh, das wird eine harte Nuss zu durchschlagen. Objekt 140 ist dann etwas besser, kommt aber auch leider nicht durch. Man schaut nochmal die Durchschlagswerte an. 260 mit Normal und 320 dann mit Premium. Auf die Artis sollte geachtet werden. Drei Gegner-Artis, aber das Objekt wurde schon rausgenommen. So, jetzt nimmt er sich den Hügel erstmal vor. So durchzufahren ist riskant. Kann auch mal in die Hose gehen. Aber da hat er die Gegner praktisch überrumpelt und konnte hier durchfahren. Ja, jetzt, was macht er jetzt? Jetzt von oben ein bisschen snipen vielleicht? Boah, da hinten ist natürlich alles ganz schön krasse Arsenal. Gerade der Waffenträger. Da muss er aufpassen, dass er nicht hier zu lang verweilt. Reload 7,5, das ist eine Zeit, mit der man arbeiten kann. Kriegt hier einen Abpraller vom WZ, aber der E5 macht dann keinen Abpraller mehr. Der macht kurz einen Prozess und haut ihn da einmal eine rein. Boah, ein Jagdpanzer auch noch. Das sind aber ganz schön fette Gegner. Der kommt da drauf, gerade so auf die Seite. Aber man sieht, die Gun Depression ist hier an ihrem wirklichen Maximum. Oh, wie bitter ist das denn, M103? Fahr ihm doch nicht so in die... Ah! Da hat er eben die beste Schusssicht genommen. Da hätte er draufkommen können. Aber der M103 hat ihn da ordentlich geblockt. Wird dafür hier gekettet. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, jetzt werden sie hinterlaufen. Vom 268, 140 und IS-8. Da muss er unterstützen und supporten. Mit Auto-Aim drauf. Und nochmal einen. IS-8 ist hier gar nicht dabei zurückzuschießen. Ah. Kett wird hier nur auf die Kette geschossen. Und jetzt doch nicht. Dachte, den macht er weg. Das Objekt, da kann er schön wirken. Objekt konzentriert sich nämlich nur auf den R100. Nochmal eine Sekunde. Und er kriegt den Kill nicht. C-Fix, gibt's doch nicht. Da hat er aber auch Pech. Also den Kill hätte er auch verdient gehabt. Schöne Map-Übersicht gehabt. Aber, oh, die Artis schlagen hier ordentlich ein. 4 zu 4. Bis jetzt 1500 Schaden gemacht. Und hinter ihm steht noch ein Jagdtiger. Also er fährt immer sehr entspannt hoch. So, da hinten E100. Shell Travel Time, also die Fluggeschwindigkeit des Projektils, sehr schnell. Braucht also gar nicht so weit vorhalten. Und da ist eine Arti offen. Oh, schade. Wenn er da natürlich drauf gekommen wäre. Jetzt hat er hier leider keine große Zielmöglichkeit mehr. Oh, die Arti, die Arti. Ja, die Ziele sind gerade alle hinter der... Oh. Und jetzt macht doch den... Ja, da kriegt er wenigstens da den Hit auf den Centurion drauf. 6 zu 7 für den Gegner aktuell noch. So, jetzt kommt der E100. Langsam, aber sicher. So, nochmal einen drauf. Noch einen. Schnell, 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 schnell. Oh.
Das ist diese Reload-Zeit teilweise wegen einer Sekunde so knapp werden kann in so einem Spiel für so Hits. Jetzt kommt er hier auf nichts mehr drauf, muss auf den R100 wieder ein bisschen aufpassen. Der R100 wird sich jetzt gleich den Artis widmen oder die Artis ihm, sehen wir ja gleich. So, aber den kann er jetzt gut beschießen. Also der R100 wird ihn nicht aufbekommen und er, ja, jetzt hat ihn die Arti auch noch getroffen und angezündet. Automatischer Feuerlöscher, aber der GB-Tiger macht's. 8 zu 8. 8 zu 9. Natürlich. Aktuell bei 3.500 Schaden, aber immer noch kein Kill. Der muss ihm doch vergönnt sein. Bis jetzt macht er ein ordentliches Spiel, also da muss man doch den Kill bekommen dürfen. Macht er jetzt hier einen Kamikaze? Nein. Er macht ihn einfach so. Einfach mit Auto-Aim auf den Jagdtiger. Ja, geht auch. Warum nicht? Und er hat seinen Kill endlich bekommen. Jetzt kommt der E5 da langsam hochgedackelt. Fahrt auf den 103, aber er nimmt jetzt den weit auf den Waffenträger. Schade, dass er kein HE geladen hat. Arti schießt, Arti verschießt. So, der Centurion. Und das macht er wieder gut. Da passt er ein bisschen auf seine Artis auf, hat immer noch einen Blick darauf. Ja, da. Oh, nee. Jetzt ist er offen. Heidewitzka. Und wieder eine Sekunde. Das gibt's doch nicht. Also, E100 und eine Sekunde Zeit. Das läuft nicht so. So, der E5 macht jetzt hier ordentlich Prozess, aber. Da ist auch noch ein Objekt dabei. Centurion konnte rausgenommen werden von der Arti, aber der E5 macht jetzt wiederum seines Zeichens das Objekt weg. So, jetzt muss er da dem M103 helfen. Ja, war sogar das Objekt. Oh, jetzt wird auch noch gecappt. Jetzt wird es langsam knapp. Ja, der E5 hat hier natürlich die besseren Karten. Oh, da wird er von der Arti getroffen und deswegen kann er den dann mit einem Schuss erledigen. Der war ganz wichtig. Muss er nicht sich nur wieder ordentlich bewegen, dass die Artis jetzt hier nicht reinhauen. Der E100 wird wohl am Cap stehen. Ich denke mal nicht, dass es der Waffenträger ist. Er kriegt ihn nicht auf. Er muss jetzt hier handeln. Er muss wohl runter. Die Artis sind auch schon in der Bewegung. Schöne Stelle, da macht er sich nichts kaputt. Kommt ordentlich schnell nach unten. Sehr gut. So, er lädt Premium durch, absolut richtig. In der Situation muss jeder Schuss sitzen oder auch durchschlagen. Man könnte auch HE nehmen. Aber Hauptsache, man decappt. 3 Sekunden noch Zeit. Und da fällt ein Baum, der steht hinterm Stein, hat man gerade gesehen. Ich denke mal, er wird in seine Richtung schauen. Er dreht. Oh, die Arti macht ihn direkt weg. Hat natürlich auch schon gewusst, wo er denn sitzen wird. Und jetzt steht es wieder 12-12. Er lädt wieder auf normal durch. Also auch da geht es sinnvoll mit seinen Kugeln um. Er wird jetzt spotten fahren. Die Artis sichern ihn schon Unterstützung zu. Da ist der Waffenträger. Waffenträger hat ihn nicht aufgemacht. Also er ist nicht aufgewesen. Ja, natürlich macht der Waffenträger, wenn er die Arti vor sich hat, ganz kurzen Prozess. Wie gesagt, jetzt wäre der Moment, wo ich HE laden würde, wenn man denn auch dran denkt. Das muss natürlich auch immer gewährleistet sein. Lässt er sich jetzt hier runter droppen? Jo. Zwei Hits braucht er auf den. Da hat er ihn offen. Der erste sitzt. So, jetzt dreht er. Und schön. Auto-Aim. Ganz schnell, ganz wichtig, ohne auch nur einen Treffer zu bekommen. Hinten ist jetzt die Conqueror mit dem Objekt. Mit der 10er Arti beschäftigt.
Jetzt könnt ihr entweder cappen, ihr könnt entweder noch die FV suchen oder er fahrt jetzt wirklich hinten zum Unterstützen. Das ist noch alles möglich. Da ist wiederum die FV offen. Die Conqueror hat ihres Zeichens das Objekt weggemacht. Und jetzt kriegt er dir seinen vierten Kill oder... Ja, aber doch, das dürfte... Oh, die FV macht sogar noch die Conqueror weg. Unglaubliches Finish. 15-14, sehr knapp geworden. Gutes Spiel gemacht und wirklich ein nice Panzer. Gefällt mir sehr gut und wird vielleicht mal nach Leo irgendwann auch mal was für mich werden. Von dem her, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer iCaramba.